Anastasia, Band 4, Schöpfung, Kapitel 14. Können Sie die Welt verändern? Anastasia, wenn du über deine Vorfahren sprichst, erzählst du fast nur von Frauen, kaum mal etwas von Männern. Haben denn deine Vorväter nichts Bedeutendes getan? Oder kommst du, oder besser dein Strahl, aufgrund deines genetischen Codes nicht an Informationen über sie heran? Wenn ich dir so zuhöre, können mir deine männlichen Vorfahren fast leid tun. Doch die Lebensgeschichte meiner Urväter kann ich genauso gut sehen wie die meiner Urmütter, wenn ich will. Doch vermag ich bei weitem nicht die Bedeutung all ihrer Werke zu verstehen, weder für die heutige Zeit noch für die Menschheit im Allgemeinen, noch für mich selbst. Erzähl mir bitte von einem deiner Vorväter, dessen Handlungen dir nicht begreiflich sind. Als Mann fällt es mir sicher leichter, seine Handlungsweise nachzuvollziehen, und dann kann ich dir vielleicht helfen, ihn besser zu verstehen. Gut, ich werde dir von einem Mann aus meinem Geschlecht erzählen, der in der Lage war, eine lebendige Substanz hervorzubringen, die mächtiger war als alle Waffen der Gegenwart und sogar der Zukunft. Sie vermochte, die Erde oder sogar ganze Galaxien zu verändern, zu zerstören oder neu zu erschaffen. Kaum zu fassen. Gibt es das Zeug noch heute? Diese Substanz kann auch heute noch jeder Mensch erzeugen, der das rechte Verständnis und das rechte Gefühl dafür hat. Einen Teil des Geheimnisses hat mein Urvater damals ägyptischen Tempelpriestern mitgeteilt. Bis zum heutigen Tag werden die Staaten der Erde nach dem System jener Priester regiert. Aber die modernen Herrscher verstehen das System immer weniger. Es ist im Laufe der Jahrhunderte nicht vollkommener geworden, sondern ist immer mehr degeneriert. Moment mal, willst du damit sagen, die heutigen Präsidenten werden die Länder nach dem System oder der Anweisung antiker ägyptischer Priester regieren? Seit jener Zeit hat niemand etwas Bedeutendes zu diesem System beigesteuert, und die rechte Art des Regierens ist noch in keinem irdischen Staat begriffen worden. Das ist auf Anhieb gar nicht so leicht zu akzeptieren. Erklär mal. Na gut, ich werde es dir Schritt für Schritt erläutern, und du höre mir bitte gut zu. Vor Zehntausenden von Jahren, als Ägypten noch gar nicht existierte, war die Menschheit in viele Volksstämme aufgeteilt. Meine Vorfahren, Mann und Frau, lebten zusammen auf einer Waldlichtung, abseits von der damaligen Gesellschaft, nach ihren eigenen Sitten und Gebräuchen. Ringsumher war alles noch wie im Paradies. Meine Urmutter war eine wunderschöne Frau, und in ihrem Leben schienen zwei Sonnen, die am Himmel, deren Strahlen am Morgen alles zum Leben erwecken, und die Sonne ihres Herzens, mein Urvater. Sie stand morgens immer als Erste auf, badete im Fluss, wärmte sich in den Sonnenstrahlen, schenkte allen das Licht der Freude und wartete. Sie wartete auf das Erwachen ihres Geliebten. Als er dann erwachte, erhaschte sie seinen ersten Blick. Wenn ihre Blicke sich trafen, verstummte alles ringsumher. Die Natur sog ihre Liebe und ihre Wonne mit Begeisterung ein. Den Tag verbrachten sie in Frohsinn. Am Abend betrachtete mein Urvater schweigend den Sonnenuntergang, und dann begann er zu singen. Mit heimlicher Begeisterung lauschte meine Urmutter seinen Liedern. Sie verstand noch nicht, wie die Worte des Liedes zu einer geheimnisvollen Form sich miteinander verwoben. Immer wieder wollte sie dieses Lied hören, und mein Urvater, gleichwohl ihren Wunsch erspürend, zeichnete die Konturen der Klanggestalt mit seiner Stimme klarer und klarer. Diese unsichtbare Gestalt begann unter ihnen zu leben. Als mein Urvater eines Morgens erwachte,
begegnete er nicht wie üblich den liebevollen Blicken seiner Frau. Er war jedoch nicht überrascht, sondern stand ruhig auf und ging in den Wald. Schließlich fand er meine Urmutter, die stumm an einer Zeder lehnte. Schweigend legte er ihr eine Hand auf die Schulter, doch ihre feuchten Augen wichen seinem Blicke aus. Er berührte mit seinem Finger eine Träne, die ihre Wange herabrollte, und sprach sanft zu ihr: »Ich weiß, mein Liebling, du denkst an ihn, und das ist nicht deine Schuld. Ich habe diese unsichtbare Gestalt erschaffen, und obwohl du sie nicht sehen kannst, liebst du sie mehr als mich. Dafür kannst du nichts. Ich gehe jetzt fort, fort zu den Menschen. Mir ist das Wissen zuteil geworden, wie man solche wunderschönen geistigen Formen erschafft. Und ich werde den Menschen davon berichten. Was ich weiß, werden auch andere verstehen können. Diese Formen werden die Menschen zum ursprünglichen Paradiesgarten führen. Im ganzen Universum gibt es nichts Mächtigeres als sie. Die von mir erschaffene Form hat sogar deine Liebe zu mir besiegt. Jetzt kann ich große Formen erschaffen, und sie werden den Menschen dienen.« Die Schultern meiner Urmutter zitterten, und mit stockender Stimme schluchzte sie: »Warum, warum nur hast du diese von mir geliebte Gestalt erschaffen? Sie ist unsichtbar, doch du bist sichtbar und verlässt mich. Unser Kind spüre ich schon in meinem Leibe. Was soll ich ihm über seinen Vater erzählen? Die schönen Formen werden eine schöne Welt gestalten. Wenn ich mich der Vorstellung meines Sohnes als würdig erweise, dann wird unser Sohn mich finden. Andernfalls werde ich ihm verborgen bleiben, um seinen Drang zum Schönen und zum Träumen nicht zu stören.« Unverstanden ging mein Urvater seines Weges. Er verließ meine Urmutter und begab sich zu den Menschen. Seine große Entdeckung nahm er mit sich. Er ging zum Wohle seiner künftigen Söhne und Töchter, um für sie alle eine bessere Welt zu schaffen. Vielen Dank. Das war Kapitel 14.